Hunger gar nicht mehr. Der Dancinger gar nicht mehr. Im Moment nicht, weil er keine Aufmerksamkeit hat. Okay. Ich wäre eigentlich mit euch im letzten Jahr schon mal mitgefahren, aber da seid ihr nicht gefahren wegen, was war da nochmal? Vor 2 Jahren. Letztes Jahr sind wir schon ganz planmäßig gefahren. Das war vor 2 Jahren, wie wir nicht fahren konnten. Letztes Jahr, wieso bin ich letztes Jahr da nicht mitgefahren? Ich war doch letztes Jahr auch hier oben. Wir sind letztes Jahr die Saison ganz planmäßig gefahren. Jetzt hier noch eine klassische Nebenbahn. Aber sowas von. Dass man hier eine Sie fahrt, ist glaube ich alles, oder? Hier eine Sie fahrt. Ja, sag ich doch, dass der hier eine Sie fahrt, ist glaube ich alles, oder? Ja, PCB 90 hat er drauf, auch wenn ich sie eigentlich nicht brauchen würde. Mit Personal von euch oder auch von der ÖGEG? Das Zugpersonal ist von der ÖGEG. Ah, hey. Das Zugpersonal ist von uns. Habt ihr vergessen, die Pfeiftafeln abzubauen, weil hier war ja kein Bahnübergang bei uns rein. Da ist einer. Der ist sogar sehr gefährlich. Da habe ich letztes Jahr einen LKW, einen Wunderbahnhänger mitgenommen. Bitte? Und dem Bahnübergang habe ich letztes Jahr einen Unfall mit einem Traktoranhänger gehabt. Okay. Da stand wahrscheinlich der Traktor voll auf den Gleisen, oder? Ja, der ist ganz langsam rübergefahren. Ja, toll. Und irgendwie Personenschaden oder nur Sachschaden? Nur Sachschaden. Dann geht's ja noch. Thank you.
hat man eigentlich morgens bei der ersten Fahrt nach. Nee, bei der, ja doch, bei der ersten Rückfahrt nach Obing so viel Pause dort. Nee, beim zweiten Mal. Beim zweiten Mal. Da hat man irgendwie Stunde 40 oder so. Ja, genau. Das ist, wenn man dann dreiviertel eins in Obing ist. Da ist Mittagspause. Aber sonst sind es immer nur so 20 Minuten. Teilweise fotografiere ich mit dem Handy, aber mit dem iPhone, aber teilweise auch mit der Kamera. Okay. Die Bilder vom iPhone kann ich noch direkt an Freunde und Freundinnen weiterschicken. Ja, normalerweise ist es ja immer total ungewöhnlich, dass sich Mädels für Altmann interessieren, ja, oder? Schon. Ja, vorhin. Wenn's sein muss. Muss. Elf Pix. Sagt er. Ja, dann fahren wir halt. Knack. Ist das ein S-Teil 51 oder ein 53? 53. Große. Meine erste Mitfahrt in einem MAN-VT. Ja? Ja, sonst. Sonst nur Uerdinger. Nee, das ist noch vom Rheinzentrum. Bitte? Nee, den gibt es ja noch genügend. Von dem hier? Von den Uerdingern. Ja, von dem hier kaum. Oh, sind schon noch einige. Nee, von dem hier manchmal. Ja, da gibt es auch noch einige. Okay. Aber halt nicht so viele. Nee. Und ich glaube, die laufen noch. Ist. Ich glaube, von der Bahnstrecke von der Süddeutschen Eisenbahn über Meckenheim-Hüffenhardt oder so, oder Meckesheim-Acklasnerhausen, da liefen die Montag bis Freitag noch planmäßig auf Schüler zu. Richtig, da war der auch im Einsatz. Da kommt der her. Der hier, ich dachte, der war bei der, aber hinterher war der noch bei der RS, oder? Rotiv-Eisenbahn, ne? Ehrlich? Okay.
Den haben wir von der SWEG gekauft. Okay. Klassenfahrt in Frankfurt. Jetzt sind wir auf der rechten Rheinstrecke. Koblenz, Frankfurt. Da wurde mit einer 143 Wittenberger Steuerkopf, kennst du aber, ne? Da wurde mit der 143 im Wittenberger gefahren und da gibt es auch ein paar Pfeifparken und da sagte da einer aus meiner Klasse, aber den konnte man eh nicht befolgen und schon wieder an der Platte gefahren. Als er geschiffen hat, da hab ich gedacht, so, ja, ich so, ist klar. Aber der war eh kein Maßstab. Ungefähr, ja, ungefähr 80-90% meiner Klasse konnte man vergessen. Nicht, oder? Darf ich auch fahren, aber da haben wir andere, die es fahren. Oh.
gleich. Gerade der angefangen Kurven, die gerade mit aufgestanden und Glocke geben. Rampe noch nicht. Ja. Aber gesehen, die Sprünge von seiner Stimme. Da müssen einem abends aber als Lok für auch die Ohren klingeln, oder? Nicht so schlimm. Nee, denke ich mir. Kennen Sie die 212.007 aus Dahlhausen? Aber V100 kennen Sie, oder? Freilich. Ja, 212 bin ich auch mal mitgefahren. Und der Lokführer, der war auch gut drauf. Ich sag so zu ihm, er vielleicht dachte ich, wie heißen denn? Wie heißen die, den meinen? Sagt er so wie meinst du, ich meine sie natürlich. Sagt er, wenn ihr deine Frage nochmal wiederholen könntest, da habe ich dann ganz provokativ gefragt, so, wie heißt du denn? Da sagt er, schon besser. Weil das war so einer, sagt er, unter Hobby-Eisenbahn, dann wird sich geduzt bis aufs Letzte. Okay. Fährst du auch gleich zurück oder kann ich nur gezogen? Nee, ich fahr weiter. Ah, okay. Ich war heute den ganzen Tag hier. Aber ich glaube morgens um 8.52 Uhr, wann die erste Fahrt ist, hast du glaube ich kaum Fahrgäste, oder? Ja, selbst. Wofür hast du gerade die Intusi betätigt? Weil deine Handy 2 eine Vorsignaltafel steht. Und hier ist jetzt das Hauptsignal, ne? Das ersetzt das Hauptsignal, ja. Thank you.
Soll das hier am Bahnhof sein, oder? Nein, aber ich muss vor dem Bahnhof stehen bleiben und in eine Rangierfahrt übergehen. Das heißt? Das heißt, du darfst nur noch maximal 25 fahren und du musst schauen, vor allem, dass die Weichen alle richtig stehen. Wenn ich keine Schlösser habe, jetzt könnte theoretisch jemand umlegen. Ja, bitte? Hi. Warte mal. Muss ich gleich mal nachgucken. Wir fahren. Warte mal, wir sind gerade in Obing. Wir fahren zurück. Muss ich gleich. Ich guck gleich mal nach, wann wir da sind. Ich rufe dich dann gleich nochmal an. Alles klar, jo, ciao. Was ist das hier für ein Zug, der rechts, der links steht? Das ist ein Zug für die Kölner U-Bahn. Der ist von der Firma Grobel hergestellt worden. Ja. Die machen bei uns jetzt zurzeit Bremsprobefahrten. Okay, und ist das ein Tunnelmess, so ein Tunnel?